Alle Pferde sind gleich in den Boxen. Jetzt kam noch Allianz heran. Die Stute geht hinein. Alle startklar, sechstes Rennen. Der Preis von Lisieux, Ausgleich 4, über 2300 Meter geht es. Buckler's Dream bemüht sich um das Kommando. Born to be Alive ist aber auch gleich schnell in der Partie mit dabei. Colonel Kirkup an der Innenseite. God's Gift dann auf dem vierten Rang mit außen galoppierend Allianz. So geht es, die gerade zum ersten Mal herauf. Amazing Grace im Moment am Ende des Feldes mit Red Dynamite zu sehen. Vorne kommt innen Born to be Alive zur Führung durch. Buckler's Dream in der zweiten Position. Es geht am Neusser Publikum vorbei, gleich in die Nordseite hinein. Born to be Alive mit einer Dreiviertellänge vor Buckler's Dream. Colonel Kirkup dicht auf. God's Gift bleibt dabei. Dann meldet sich das junge Pferd, die dreijährige Amazing Gray im Rennen. Macht außen sehr zügig Bodengut. Red Dynamite hinten mit Allianz. Die beiden haben die letzten Positionen. In der Nordseite ist das Feld und da kommt jetzt Buckler's Dream an der Außenseite in den Vorteil. Buckler's Dream an der Innenseite, Born to be Alive, bleibt aber dran mit Colonel Kirkup, dichter bei God's Gift, dann außen Amazing Gray vor Allianz und schließlich Red Dynamite, die letzte im Moment. Es geht in die Gegenseite, Buckler's Dream an der Spitze, Buckler's Dream führt das Feld an, innen Born to be Alive dabei, Colonel Kirkup bleibt dicht auf God's Gift. Und außen sehen wir die Farben von Amazing Gray. Dann Red Dynamite mit Allianz ausgangs der Gegenseite. Sind die Teilnehmer bereits und die Südseite wird angesteuert. Und Buckler's Dream an der Spitze. Colonel Kirkup übernimmt jetzt den zweiten Platz. Die beiden setzen sich von God's Gift jetzt ab. Dahinter Red Dynamite an der Außenkante. Aber vorne weiter Buckler's Dream und Colonel Kirkup. Die beiden mit dem Vorteil. Dann Red Dynamite dahinter Allianz. Jetzt in vierter Position. Die ersten beiden nähern sich der Geraden. Buckler's Dream mit Colonel Kirkup. Der lässt nicht locker. Der Wallach kommt näher ran. Die beiden sind im Einlauf. Buckler's Dream und der Colonel, der kommt jetzt. Colonel Kirkup an der Außenseite. Dahinter Red Dynamite, drittes Pferd vor Allianz. Vorne die Attacke des Colonels. Der kommt jetzt an Buckler's Dream heran. Colonel Kirkup außen, innen. Buckler's Dream, Red Dynamite dahinter. Die letzten Meter. Colonel Kirkup wird der Sieger sein. Gewinnt das Rennen. Colonel Kirkup gewinnt hier mit Alex Peach vor Buckler's Dream. Red Dynamite dritte vor Allianz, dann God's Gift, weit zurück, dann Amazing Gray und schließlich Born to be Alive. Der vorläufige Richterspruch, sechstes Rennpreis von Lisieux. Es siegte mit der 4 der fünfjährige Wallach Colonel Kirkup. Auf dem zweiten Platz die 2, Buckler's Dream. Drittes Pferd die 7, Red Dynamite. Und auf dem vierten Platz die 1, Allianz. Ich wiederhole noch einmal den vorläufigen Richterspruch, sechstes Rennpreis von Lisieux. 4, 2, 7 und die 1.